Wer bist du? Mein Name ist Fiomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ich glaube auch, denn ich weiß nicht, ob ich den Kollegen schaffe. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Außer er macht Fehler. Oh shit, kann sich der regenerieren, der Kollege? Never ever, Junge. Was soll ich den denn schaffen ohne Hilfe? Der nimmt ja nicht mal ordentlich Schaden. Der kann sich ja regenerieren, der Lappen. Um Gottes Willen, wie stark ist der denn? Oh shit. Ich werde jetzt noch einmal probieren und für euch wieder das Gespräch rausschneiden. Aber, wenn es da wirklich keinerlei Hilfe gibt gegen den, dann wird das ein gewisses Problem darstellen. Das auch. Labernisch. Labernisch, Junge. Armbrust. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, dass irgendetwas bringt gegen den Bastard. Auch wenn er sich tatsächlich heilt. Bitte verpack dich weiter so. Leider kann ich ihn noch nicht treffen. Komm bitte, ich will dich noch ein paar Mal treffen, bitte. Ist mir scheißegal, ob ich Bug-Using betreibe oder nicht, aber es funktioniert ja. Ich sehe das nicht als Bug, ich sehe es als Möglichkeit. Der nimmt dick. Null Damage, Alter. Seht euch das an. Gut, gegen Feuer könnte Eis helfen. Wieso komme ich da nicht früher drauf? Eiszauber, my friends. Eiszauber. Feuer wird uns nichts bringen. Eispfeil. 5. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Also nicht genug Mana natürlich, aber jetzt haben wir natürlich genug Zeit, das auszuprobieren, wenn er hier so schön rumbackt. Das ist einer der Vorteile. 5. Achso, das war jetzt der falsche Zauber. Okay. Nicht unbedingt das, was ich bezwecken wollte. Feuersturm ist sicher behindert gegen den. Feuersturm genauso. Eis habe ich halt fast nichts. Das ist halt das Bittere. Eisblock könnte ich machen. Wirkt das gegen dich, Eisblock? Macht alles so gut wie gar keinen Schaden gegen den Dude. Vielleicht ist Blitz effektiver.
Wenn ich jetzt nah an ihn rangehe, dann wird er mich machen, weil dann wird er sich umdrehen und er wird nicht mehr so schön hier festhängen. Das ist das, was ich vermute, aber naja, was will man tun? So ist es halt. Ja, was habe ich gesagt? Wie soll ich den denn schaffen? Nie, der kippt mich ja zurück und macht mich fertig. Oh shit. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen, ey? Ich weiß zwar jetzt, wo er ist, aber ich kann ihn nie und nimmer besiegen, Mann. Nicht in einer Million Jahre. Sens der Heilung, Elixier. Ich gehe jetzt alles durch, was ich habe, aber es ist ja auch bei weitem die beste Rüstung, die ich habe, ne? Wobei es natürlich sein könnte, dass weil ich einen Drachen getötet habe, ich eine bessere Rüstung kriege. Eventuell ist das so, oder dass ich befördert werde. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich das auch machen. Dann werde ich mich zurückteleportieren zur Burg und dann zu Fuß wieder zurück nach Korinis gehen. Also in die Hafenstadt auf gut Deutsch. Und dort weiterschauen. Jetzt nehme ich erst einmal schön die Zauber, aber das müssen wir nicht sehen. So, diesmal mal mit Golem beschwören. Vielleicht funktioniert es da mit ohne Mana nicht. Jetzt habe ich schon das Richtige gemacht und dann... Never ever funktioniert das nicht. So wenig Damage, wie ich den mache. Dem scheißen Bastard. Vielleicht muss ich beim nächsten Mal einfach ein bisschen mitnehmen. Wäre vermutlich nicht schlecht. Auch wenn der Bastard wahrscheinlich 1 Milliarde Goldstücke verlangt. Ist es dann hoffentlich auch wert. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen fair. Habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen in diesem Kampf? Aber überhaupt nicht? Nein. Und ich mache jetzt das, was ich gesagt habe. Ich werde jetzt mich zurückteleportieren in die Burg. Der Kollege hier wird so lange hier warten. Ich habe nicht genug Mana. Eieiei. Er ist schon wieder. Zack. Zack. Außer. Gehen wir jetzt. Und schauen mal, inwieweit wir hier belohnt werden in Korinis dafür, dass wir hier jetzt einen Drachen gekillt haben. Ich hoffe ordentlich, denn... Wenn etwas eine Leistung ist, dann wohl das. Vor allem, dass diese Drachen ja seit Ionen von Jahren hier eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Apropos nicht geben, es gibt hier auch kein Licht. Hier war die Arena, das sieht man noch. Hier das Grundgerüst. Stehen da noch die Truhen drin oder sowas? Wahrscheinlich nicht, das ist einfach... Nur am Arsch. Psst. Ein Ork. Keine Lust jetzt auf den Ork. Keine Lust auf die Orks. Keine Lust auf irgendeinen Ork. Unbekannter Soldat, das ist ein Grab. Okay. Oh Gott, nein. Mitten in die Mengen rein. Schlage sind halt am nervigsten, weil die ultra schnell sind. Warum, Piranha Bytes, baute ein Teleportsteinsystem, mit dem man sich nicht von der Kolonie auf die normale Korinis-Insel teleportieren kann? Warum? Es ist nur... Es hat doch keinen Sinn. Man muss dann immer hin und her rennen und es ist unglaublich mühsam. Warum macht man sowas, Mann? Wenn man schon so ein Teleportsteinsystem hat. Und ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, vielleicht das sind andere Teleportsysteme hier in der Strafkolonie und draußen, die sind unabhängig voneinander entstanden. Aber zumindest zum Pass von Korinis müsste ich doch...
Ohne dass er mir sagt, es ist zu weit. Zum Kloster werde ich auch nicht können. Eventuell ist es von der Burg hier nicht so weit weg. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon getestet. Hier, glaube ich. Sie ist mühsam. Naja, naja, naja. Vielleicht gibt es hier einen Trank. Hat irgendwer von euch Tränke? Das hat er doch vorher gewusst. Hey, du! Ich glaube nicht. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich möchte nicht einen Handkampf lernen. Jetzt bin ich dann eh wieder in Korinistan. Und dort werde ich dann ja hoffentlich wieder zu einem Trainer gehen können. Der mir dann Stärke auch über den Wert von 90 beibringen kann, hoffe ich doch. Die kommen da eh nicht hin, die sind zu fett. Ich probiere mal hier rechts rum zu gehen, denn hier waren ja, glaube ich, weniger Orks. Hier habe ich ja auch schon ein bisschen aufgeräumt. Mit Friends, if you remember. Ja, ein bisschen was trinken. Schadet nie. Nice Musik jedenfalls. Da kann man nichts sagen. Leider beziehen die immer exakt dieselbe Stellung nochmal. Weil eigentlich sind die ja schon mal weggerannt da hinunter. Zu Rod oder wie er heißt und seinem Freund Cypher. Auf die Spruchrolle muss ich leider scheißen. Kommt, Feldräuber, helft mir und trägt mich nicht gegen die Wand. Lasst mich in Ruhe. Bitte, liebe Freunde. Ich glaube, sie haben abgelassen. Halleluja. Sie haben wirklich abgelassen. Ordentlich durchatmen. Ja, dann werde ich mich jetzt da hinten noch ein bisschen umsehen, wenn wir schon hier sind. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Und ich da hinten so schwächere Wesen sehe, wie Lurker zum Beispiel. Dann weiß ich nicht, warum ich da nicht hingehen sollte und das probieren sollte. Und schauen sollte, ob es da Loot gibt. Was Schlimmeres als ein Level-Up kann ja nicht passieren. Nicht so. Ist da oben irgendjemand? Vielleicht Drachenjäger? Ja, zumindest ein schöner Platz, wo die sitzen könnten. Nein, kein Drachenjäger, glaube ich. Aber Talbin, also ein Mensch. Sehr schön, Talbin. Ich glaube hier, das haben wir schon geöffnet. Nein. Rechts, rechts. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links. Seltsame Kombi. Ordentlich viel Münzis. Da drüben auch noch. Links, links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts. Links. Gold. Elixier der Heilung, Bergkristall und Wein. Vor allem der Wein. Geiler Scheiß. Hoffentlich ein guter Jahrgang. So, Talbin. Gleich bin ich ready.
Tag. Hey, du. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Interessant. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus.